Lilo. Das Ändern von Ordnern kann Code ausführen, auch bei Ubuntu Mate, anderes Betriebssystem, anderer Dateimanager. Ich habe mal ein bisschen probiert. Gut, Ausnutzbarkeit hier möglicherweise sogar noch einfacher. Ein Unterordner, den kann man sich anlegen, Icons, ne? Und da kann man sich Icons selber reinkopieren, ne? Zum Beispiel, weil man ein schönes Icon-Theme gefunden hat im Internet, ne? Und hier in diesen User-Ordner kann man sich zusätzliche Themes, ja, Icon-Themes, ne? So Symbolbildchen einkopieren. Nun, wenn der Name des Icon-Themas ein Shell-Kommando enthält, hat man vielleicht ein Problem, ne? Ja, fällt gar nicht so auf. Ich nehme mal wieder das beliebte Programm XEyes, damit uns hier was Schönes entgegenpoppt als Demo. Ne? Hier ist wieder mal im Pfad, was aber nicht nur im Pfad, sondern hier sind ja die Symbole gespeichert, überhaupt kein Problem. Und es gibt das Index-Theme, da muss auch nochmal von den gedachten Angreifer der Name auch nochmal rein, genauso wie der Ordner heißt. Ne? The XEyes Icon Theme habe ich es mal genannt, wobei XEyes das Programm ist, was hinterher ausgeführt wird, was nicht ausgeführt werden dürfte. Anstelle von XEyes hätte ich jedes beliebige Shell-Kommando eingeben können, zum Beispiel zum Löschen der Festplatte oder so. Nicht so schön. Gut, haben wir das so vorbereitet. Ihr könnt ein beliebiges vorhandenes Icon-Thema mal einfach mal umbenennen. Und das ist in diesem versteckten Ordner Punkt-Icons bei uns drauf. Das hättet ihr euch runtergeladen, weil ihr gerne unter Ubuntu Mate ein schöneres Icon-Thema hättet. Und dann könntet ihr dieses Thema anwenden. Ihr würdet sagen, ach, jetzt habe ich ein schönes. Die vorhandenen Themen wunderbar anpassen. Und ich habe neue Symbole. Neue Symbole. Und zum Beispiel findet man dann auch das XEyes Icon Theme. So, ja, habe ich jetzt genau. So, was passiert jetzt? Ja, wir sehen, ich habe mir eigentlich nur das Advaita-Thema kopiert. Ne? Der Angreifer könnte ja irgendwas Fertiges nehmen. Wir brauchen hier nur zwei Sachen machen, umbenennen und den Eintrag. So, was passiert jetzt? Jetzt möchte ich irgendwann mal mit diesem Icon-Thema, ne? Rechtsklick. Und zwar, jetzt nehmen wir die globale Farbe. Globale Farbe. Global Color. Und dabei ist es vollkommen wurscht, welche Farbe ihr wählt. Sagen wir mal gleich in Grün und anwenden. Und dann haben wir das Problem. Ihr seht, XEyes hat sich gestartet als Beweis, als Proof of Concept. Aber nicht nur einmal. Nein. Zu, wieder auf. Zu, wieder auf. Auf und nieder, immer. Also nur zur Beruhigung, die Leute von Linux Mint, die sind nicht die alleinigen Verlierer. Ne? Und dass sich die Icon, ja, die Ordnerfarbe nicht geändert hat, kommt auch hinzu. Ne? Also, gut. Woran liegt das? Wir haben Folgendes. Ich gehe noch mal. Folder Color. So, wir haben hier ein Python-Skript drauf, das dafür zuständig ist, ne? Eigentlich das mal so zu ändern. Ne? Zum Beispiel unter Mate. So heißt es Regler. Oder Matey. Matey, ne? Matey. Folder Color Py. OS System wieder, unser bekannter Befehl, dem man besser nichts übergibt, was auf die Shell geraten sollte. Hier in dem Fall der Name, ne? Icon-Thema. Und da der Themenname, ne, der wird einfach auf eine Shell gegeben, sofern das Thema entsprechend global geändert wird. Ne. Das findet sich hier wieder, also in den Set-Theme. Ne. Hier, Theme. So, und wieder kommt mit OS System der Text, der im Themenname steckt, auf eine Shell. Und wird ausgeführt, in dem Fall XEyes. Und dann ist das wieder gut. Nur zur Beruhigung derjenigen, die Linux Mint benutzen. Nicht nur Linux Mint hat momentan so ein paar Problemchen. Die Programmierer, die Ubuntu Mate machen, haben die gleichen Probleme. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben freundlich, die Grüßen und tschüss.